Ich werde super oft gefragt, wie sieht es eigentlich mit Duplicate Content aus? Wenn ich jetzt mehrere URLs habe, beispielsweise, die auf den gleichen Inhalt verweisen oder wo die gleichen Inhalte drauf sind. Dazu kann ich nur sagen, das ist generell überhaupt gar kein Problem. 0,0%, es sei denn, deine Website ist riesengroß, hat über hunderte von tausend URLs. Wenn deine Website so über 100 URLs hat, dann ist es auch noch überhaupt gar kein Problem. Es gibt aber einige Fehler, die man generell in der Suchmaschinenoptimierung vermeiden sollte, auch wenn man jetzt Google AdWords schaltet. Und das sind zu viele Weiterleitungen einerseits und andererseits auch, dass man zum Beispiel eine Seite, wenn man jetzt einen Slash hinter einer Seite eingibt, hinter einem Pfad, dass man diese Seite nicht ohne Slash und mit Slash erreicht. Also dass sozusagen die Version mit dem Slash zum Beispiel zu der Version ohne weiterleitet beziehungsweise andersrum und dass es da ein konsistentes Muster gibt. Denn sonst hat Google viel mehr zu tun und sieht beide Seiten mit Slash und ohne Slash als unterschiedliche Seiten. Aber jetzt kommt es. Stell dir mal vor, du hast ein gewisses Produkt und das Produkt hat immer wieder die gleiche ähnliche Beschreibung. Allerdings unterscheidet sich der Titel und da fragen sich viele, werde ich jetzt abgemahnt, weil diese Seiten so ähnlich sind. Und da kann man nur sagen, Google mahnt Duplicate Content nicht ab. Überhaupt nicht. Du bekommst keine Strafe, es sei denn, du bist ein Spammer und willst damit ihm wirklich etwas Schlechtes tun, dann kann es manuelle Spam-Maßnahmen geben. Aber das wird nur bei Websites so sein, die über tausende von URLs im Index haben oder wo beispielsweise sehr, sehr viele User diese Seite melden, dann kann es wirklich zu schwerwiegenden Problemen kommen. Wenn du ganz oft sozusagen dabei entdeckt wirst, wie du immer wieder die gleichen Inhalte hast, um damit dir einen Ranking-Vorteil zu erschaffen, dann kann es sein, dass das Google-Team auf dich aufmerksam wird. Hast du allerdings eine Seite mit 30, 40 Inhalten und da sind die Inhalte relativ ähnlich zum Teil, dann ist das kein Problem, es sei denn, du willst wirklich richtig optimieren. Wenn du richtig optimieren willst, dann schafft es dir keinen Vorteil, wenn du diese Verwässerung deines Inhaltes hast. Mit Verwässerung meine ich, dass Google ganz genau als Maschine erkennen kann, welcher Inhalt für welches Thema geschnitzt ist. Weil wenn es jetzt nur ganz leichte Überschneidungen gibt, ist es für eine Maschine extrem schwierig zu unterscheiden, welche Seite ist für welche Suchintention die richtige Seite. Und wenn du richtige Profi-Optimierung machen willst, dann sind diese Seiten extrem unterschiedlich, um jede einzelne Suchanfrage bei Google wirklich haarscharf zu targetieren. Und wenn jemand roter Schal eingibt, dann weiß Google sofort als Maschine, der rote Schal ist auf der Seite zu finden, weil im Text wird über Rot gesprochen, über Schal, über Farbton Rot und oben steht Schal, unten steht Schal. Da geht es nicht um Keyword Pushing, da geht es auch um Proof Terms und Relevance Terms. Also gibt es ähnliche Wörter wie Rot, gibt es ähnliche Wörter wie Schal. Und je targetierter diese Seite wirklich für das Produkt ist, desto besser. Und wenn du dann eine ähnliche Seite hast, wo du nur das Wort Rot gegen Grün austauschst und bei allen Produkten ist es das gleiche Schema, dann könnte Google sagen, okay, das ist völlig in Ordnung, weil es ist ja natürlich das gleiche Produkt, nur eine andere Farbe. Du würdest gar kein Problem mit Google bekommen, wenn die Texte gleich sind, nur eben die Farbe eine unterschiedliche ist in der Produktbeschreibung. Aber wenn du es profimäßig machen willst, dann weiß natürlich Google, wenn jemand roter Schal eingibt, dann möchte derjenige vielleicht anders angesprochen werden als derjenige, der grüner Schal eingibt. Kommt also ein Wettbewerber von dir und hat diese Targetierung und sagt, ein grüner Schal ist am besten im Herbst. Und dann kommt, der Wettbewerber und hat nur einen Standardsatz für den grünen Schal und auch nur einen Standardsatz für den roten Schal. Und der Wettbewerber wiederum sagt, ein roter Schal ist besonders schön im Winter, dann hat definitiv der Wettbewerber, der sozusagen eine andere Ansprache hat bei einer bestimmten Suchanfrage, hat natürlich einen Vorteil, einfach weil das Suchergebnis besser ist. Generell muss man aber sagen, dass Google eine Maschine ist und viele von diesen Duplicate-Content-Problemen einfach deutlich weniger Aufmerksamkeit schenkt, als du das manchmal so denkst. Das ist meine Erfahrung, dass viele ihre Duplicate-Contents sehr überschätzen und dass den Leuten gar nicht oder den Optimierern fällt gar nicht so auf, dass Google das eigentlich manchmal sogar ziemlich egal ist. Und deswegen kann es sogar sein, dass du mit einer Strategie, wo du einfach Duplicate Content hast
und eigentlich auch keine Abmahnung zu befürchten hast, weil es eben keine automatisierte Abmahnung für Duplicate-Content gibt, dass du dann einen wirklichen Wettbewerbsvorteil hast, es sei denn, es kommt ein Wettbewerber und das ist sehr, sehr wahrscheinlich und optimiert viel besser auf die bestimmte Zielgruppe als du. Ich hoffe, du hast das Duplicate-Content-Problem verstanden. Du arbeitest in dem Moment nicht gegen Google, du arbeitest in dem Moment für denjenigen, der die Suchanfrage hat. Und je besser du das tust, desto besser wird dein Content in Zukunft ranken. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video hier helfen konnte. Schreib einfach mal runter unten in den Kommentaren, was du von diesem Problem hältst, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Angst vor Duplicate-Content-Abmahnungen geben. Natürlich gibt es ein paar kleine technische Fallstricke. Unter diesem Video kommentierst bei Facebook unter dem Video und gib dem Video gerne ein Like. Freue ich mich drüber. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Bis dann, dein Malte.